Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. In der heutigen Rubrik geht es um die BAVMO-Gebrauchtwagentipps. Das letzte Gebrauchtwagentipp-Video zum E38 ist nun gut über 3 Jahre alt, sodass wir dieses mal mit aktuellen Preisen und Infos auffrischen für das erste Quartal 2021. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der BMW der 7er Baureihe E38 kam 1994 auf den Markt. Das Modell E38 gab es ausschließlich als Limousine in verschiedenen Ausbaustufen. Es gab die normale Version, eine Langversion und den L7, welche eine nochmals verlängerte Version der Langversion war und ab Werk gepanzerte Version. Der BMW der E38 Baureihe brachte auch einige technische Neuerungen mit sich. So war es das erste europäische Fahrzeug, bei welchem man ab Werk optional ein GPS-Navigationssystem bestellen konnte. Zuvor hatten diese Möglichkeit nur Mazda ab 1990 im Eunos Cosmo und Toyota ab 1991 im Crown und Sora. Der Bildschirm des Navigationssystems kann auch als TV-Gerät genutzt werden, solange das Fahrzeug sich im Stillstand befindet. Für den E38 gab es karosserieseitig verschiedene Ausbaustufen. Es gibt die normale Version mit einem Radstand von 2930 mm, die Langversion erkennbar am L in der Modellbezeichnung wie zum Beispiel 57iL. Diese hat einen Radstand von 3070 mm. Der L7 stellt hier die längste Version dar und war satte 39 cm länger als die normale Version, was einen Radstand von 3320 mm entspricht. Somit haben wir 3 verschiedene Größen bei der Limousine von 2,93 m, 3,7 m und 3,32 m. Die zusätzliche Länge wurde platztechnisch bei beiden Versionen dem Formbereich zum Vorteil. Es gab noch eine Sonderausführung beim 47iL und 57iL mit dem Namen Protection Line. Und nur für den 57iL noch eine höhere Sicherheitsstufe mit der Security Line. Diese Fahrzeuge besitzen eine Karosserie, welche durch Aramidfasermatten immens verstärkt wurde, sowie verstärkte Schutzverglasung, die auch den Beschuss aus einem vollautomatischen Gewehr und Explosion locker wegsteckte. Aufgrund des Mehrgewichts von über 145 Kilo besitzt die gepanzerte Version auch über ein deutlich verstärktes Fahrwerk und stärkere Bremsen. Gerne würden wir für euch ein Special über die gepanzerten Fahrzeuge veröffentlichen, nur war es uns bislang nicht möglich, eines dieser Fahrzeuge samt detaillierten und zuverlässigen Informationen dafür zu finden. Der E38 hat ein Kofferraumvolumen von ca. 500 Litern, was für eine Stufenhecklimousine schon sehr groß ist. BMW gab das Kofferraumvolumen auch mit 4 vollen Golftaschen an, was für Neuwagenkunden eines 7ers damals wohl auch eine interessante Verbildlichung des Volumens war. Solltet ihr übrigens live dabei sein wollen, wie wir uns über automobile Themen wie Technik, Neu- und Gebrauchtwagen, Fahrzeuggeschichten oder Entwicklung unterhalten oder auf eure Zuschauerfahrzeuge reagieren, dann folge uns auch auf Twitch unter BAVMO.tv. Dort streamen wir ab Februar 21 mehrmals pro Monat, wenn möglich sogar mehrmals die Woche, den BAVMO Autotalk. Link dazu in der Beschreibung. Motoren und Preise. So wie ich diese Kategorie in jedem Gebrauchtwagen-Tipp-Video zu einem BMW-Modell beginne, gibt es natürlich auch beim E36 typisch BMW wieder eine breit gefächerte Motorenpalette. Zumindest für eine Oberklasse-Limousine. Beim 7er BMW der E38-Reihe gab es, wie auch zuvor, leider kein Modell der M GmbH. Den Anfang bei den Benzinmodellen machte der 728i mit 193 PS aus einem 2,8 Liter R6 und endete erst beim 750i mit einem 326 PS starken 5,4 Liter Triebwerk.
Hier einmal eine Auflistung der Benzinmodelle gemessen anhand unseres neu entwickelten BAVMO Power Index und BAVMO Eco Index, um den Modellen einen Durchschnittswert zuzuteilen und sie besser vergleichbar zu machen. Beim Power Index ist ein höherer Wert besser, beim Eco Index ein niedrigerer Wert. Die hier angegebenen Werte können in der Praxis leicht variieren, da wir hier die Berechnung mit Durchschnittswerten für die jeweiligen Motorisierungen und für die Bauarten zusammengefasst durchgeführt haben. Einen entsprechenden Rechner zum Selbstnachrechnen werden wir zeitnah auf unserer Webseite bavmoshop.de einfügen. Bei der Dieselpalette ging es mit dem 725 TDS los, welcher 143 PS aus 2,5 Litern leistete und endete erst beim 47D mit einem 3,9 Liter V8 Triebwerk und 245 PS. Hier ebenfalls nochmal die Tabelle mit dem BAVMO Power und BAVMO Eco Index zu den Dieselmodellen. Probleme der Baureihe. Ja, auch die Oberklassenlimousine bleibt natürlich nicht von Problemen verschont. Somit solltet ihr bei einem Gebrauchtwagenkauf immer mindestens auf den nachfolgenden Teilen ein besonderes Augenmerk werfen. Prüft bei jedem Fahrzeug, für das ihr euch interessiert, die Achsen und die Lenkung. Der E38 bringt nämlich einiges an Gewicht auf die Waage und es werden ganz andere Ansprüche an das Fahrwerk gestellt als bei beispielsweise einem Dreier. Das, was das Fahrwerk an technischem Know-how in Sachen Haltbarkeit besitzt, wird durch die großartigen deutschen Straßenverhältnisse nämlich leider auch wieder zunichte gemacht. Hier ist also, wenn möglich, eine Sichtprüfung sämtlicher Lager nötig und am besten natürlich eine Probefahrt. Die Sechszylindermotoren sind bekanntermaßen recht robust und haben wenig große Baustellen, doch auch hier sollte man immer die Vanus im Auge behalten und auf rasselnde Geräusche achten. Bei den V8 und V12 Triebwerken sollte man verstärkt auf eingehaltene Serviceintervalle achten und auf die Motorcharakteristik und das Ölbild. Schlecht gewartete und oder kalt getretene Modelle können hier nämlich vermehrt Ölverlust aufweisen und ein kompletter Dichtungswechsel inklusive Arbeitsstunden kann mal eben im vierstelligen Bereich liegen. Nur nicht nachlässig werden bei der Besichtigung, auch gut gepflegte Modelle können diese Problematik leider aufweisen, nur ist es eben seltener der Fall. Achtet hier auch darauf, ob es hier zu sauber aussieht. Wenn der Verkäufer den Wagen nämlich vorher durch eine Wanne mit Bremsenreiniger gefahren hat, will man hier meist etwas verbergen. Die Automatikgetriebe sind leider auch recht anfällig und werden oft bei der Wartung vernachlässigt. Hier empfiehlt sich, auch wenn soweit alles in Ordnung war beim Kauf, im Anschluss vorsorglich das Getriebeöl zu wechseln, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Die Rostthematik ist bei allen BMWs der 90er Jahre in der Regel immer ein sehr schlimmes Thema. Hier kann man als E38-Interessent aber etwas aufatmen, denn dieser ist zwar auch nicht von der braunen Blasenentzündung befreit, doch definitiv viel seltener befallen als seine kleineren Kollegen der 5er- und 3er-Baureihen. Vernachlässigen sollte man das Thema dennoch nicht und trotzdem das Fahrzeug danach absuchen. Kein wirkliches Problem, sondern eher eine Erinnerungsstütze. Immer die Bremsen überprüfen beim E38. Durch das hohe Fahrzeuggewicht leiden diese besonders unter hohem Verschleiß, vor allem dann, wenn es sich um ein Stadtfahrzeug handelt. Bei den Four-Face-Stift-Modellen kann es dazu kommen, dass die Scheinwerfer blind werden. Dies kann allerdings recht leicht behoben werden. Grundsätzlich sollte man immer auf die Wartung und den Pflegezustand des Fahrzeuges achten. Denn auch beim E36 gilt der Leitsatz, nichts im Leben ist teurer als ein günstiger BMW. Ausstattung. Der BMW E38 hatte eine mögliche Sonderausstattungsliste, welche wahrscheinlich jedem deutschen Gesetzbuch in Sachen Länge Konkurrenz hätte machen können. Deswegen sprechen wir hier nur einige Besonderheiten an, die speziell für die Oberklasse von Interesse waren. Insbesondere deswegen, da der E38 selbstverständlich fast jedes Ausstattungsmerkmal der kleineren 3er- und 5er Modelle besitzen konnte. Die Ausstattung in der vorderen Sitzreihe war dabei nicht einmal so stark ausschlaggebend, da sich für einige 7er Kunden die Fahrt meistens hinten rechts abspielte. Deswegen gehen wir verstärkt auf die Ausstattung ein, die man im Fond, also auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges, bestellen konnte. Elektrische Einzelsitze mit Memory-Funktion in Verbindung mit Mittelkonsole mit Radiobedienung und Autotelefon sowie Klimasteuerung und Sitzheizung. Verschiedene Entertainment-Systeme. Kühlschrank für beispielsweise Champagner samt Gläsern. Diverse Ablagepakete für beispielsweise Dokumente oder sogar offene Getränke sowie diverse Tischaufbauten, Vorhänge für die Scheiben, ausklappbare Türtaschen,
beleuchtete Spiegel in den Kopfstützen der Vordersitze. Jetzt noch welche speziell nur für den L7, verschiedene elektrische Trennwände aus Stoff oder Glas, Spiegel und oder Ambientebeleuchtung in der B-Säule. Damit sind nur einige der schier endlosen Möglichkeiten genannt, die ein BMW E38 Neukunde damals hatte. Besonders bei Individualausstattungspaketen kann man auf Ausstattungsmerkmale treffen, die es so bis heute nirgendwo gab, da dort einige Kunden ihren Wünschen keinerlei Grenzen gesetzt haben. Empfehlung: Beim E38 kann man schwer ein Fahrzeug empfehlen, da es hier den meisten Interessenten weniger direkt auf die Motorisierung als auf die Ausstattung ankommt. Generell den ausbalanciertesten Motor wird man im 47i IL Facelift finden. Moderater Verbrauch für seine Leistung und Größe bei extrem geschmeidiger Laufkultur sprechen hier für diese Variante. So Freunde, das war's mit dem BAVO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen sprechen wollt, dann vergesst auch nicht, bei Twitch reinzuschauen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.